somewhere over the rainbow, there is my ass, and I will be a fucker. So yeah, we spring out the weather, and we jump. This is a new hood part from Zelda Ski Wacht Schwarz. And I speak very bad English. This is extra, so we are good. Im letzten Part haben wir ja mit dem Narisha die Körpersuppe gebracht und sind mit dem Heldenlied noch nicht so weit gekommen. Also das Heldenlied ist ja... Mal gucken. Gut, Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Im Wald von Fiorone hat anscheinend eine Veränderung stattgefunden. Ein Absprung dorthin ist momentan nicht möglich. Hier ist es also. Da muss ich wohl dahin. Hintereingang. Geh mal in den Hintereingang. Ja. Da ist wohl etwas passiert. Was ist denn passiert? Ein Wald. Was kann im Wald passieren? Waldbrand? Ein Waldbrand vielleicht? Da ist es zu, okay. Ich brauche neue Himmelsfalter, wie ich gehört habe. Ach, der fettet. Ich habe jetzt 4 Flaschen, das ist doch cool. Hier könnte ich verschwinden, ihr seid meins. Gut, da wir hier fertig sind. Oh, noch ein Käfer. Ich glaube, ich brauche hier so viel Käfer, wie es geht. Das ist ein Führer-Riesenkäfer. Ah, ich kann auch oben. Ich würde erstmal reden mit dem Steinsbrocken. Da oben. Unten mal nach der Lage fragen. Da fehlt mir ein. Ich habe erst kurz sich ein paar Himmelsfalter flattern sehen. Aber leider verstehe ich ja nicht so von Musik. Da eine kleine Melodie, die käme mir jetzt gelegen. Hier. Ja, okay, jetzt kann ich was Neues ausprobieren, meine Leute. Heiliger Kiesel, habe ich mich erschreckt? Was für eine Entdeckung, das ist ja der Fund des Jahrhunderts. Die Siegel, du musst eine Wand der Göttin sein, ich bin mir sicher. Okay, jetzt kann ich mal was ausprobieren. Und zwar kann man ja hier das Triforce mal, nur ich weiß ja nicht, was passieren wird. Das ist doch close enough, komm doch. Ja, so habe ich mich gefühlt bei meiner Kunstnote 3. Warum? Ich bin doch voll gut in Kunst. Gut, Omachen, Omachen. Oh, wir können noch mal Zelda gucken, aber mache ich jetzt nicht. Etwas zu notgeil, glaube ich. Gut, Omachen. Du suchst also diese Drachen und wenn du das Helden, die von ihnen gelernt hast, weißt es dir. Woher weiß sie das? Ich habe doch keinen Augenblick mit der geredet. Pass auf dich auf. Wo ist Bardo? Bardo! Ja, egal. Sadomaso. Dann würde ich mal sagen, gehe ich mal diesen Weg da nach oben. Welcher Weg war das nochmal? Gab es irgendwie so Lianen? Oder nicht? Egal. Nach, wir haben ja das Schild der Götter und das sagt uns ja, dass wir erstmal diese Dinger da töten müssen. Da. Da. Perfekt. Und hier hochgehen müssen. So. Da. Und das erzählt uns jetzt, was da passiert ist im Wald von Fiorone. Was ist los? Ich bin hier. Warum bin ich hier? Ich höre, wie komme ich da rein, ja? Geht's hier anders lang? Hey, Lapscha, gibst du das? Ist der Cash schon wieder zurück? Ja, Moment, ich bringe ihn schnell in die Stellung. Nochmal, oder was? Nee.
Was zu? Oh, oh, gleich geht's los. Party geht ab. Keine Panik. Du kennst ja mein mächtiges Katapult. Solange wir das haben, kann es dieser Koloss keine Angst einjagen. Dieser Kerl ist wirklich mein Schicksalsgegner. Lapscher, passt auf, dass er mir nicht zu nahe kommt. Okay, gut, er darf wirklich nicht nahe kommen, also hochkommen. Deswegen müssen wir jetzt hier aufpassen. Nee, ich will da rüber. Da, perfekt. Der Verbannte. Da ist er schon wieder. Dieser Kerl ist nicht klein zu kriegen. Lapscher, wir machen es einfach wie beim letzten Mal, was? Wenn man so auf die Karte guckt, sieht man jetzt das übelste Totenkopf hier, Alter. Okay, ich muss jetzt aufpassen. Zerquetsch mich doch direkt, ey. Gut. Was soll ich mit dem machen? Yeah. Oh ne. Ah doch. Am Füßele. Ich schwöre, was soll das? Nein, einfach nein. So, hast verdient, du Sau, du. Ich muss irgendwie durch. Ey, du Fettsack von Lapscher, ey. Geht doch. Gut, an dem vorbei kann ich also nicht, deswegen muss ich runter. Och nee, muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Weißt du, wie lang das ist? Der ist schon fast der Hälfte lang oben. Der darf sich nicht so nah nähern. Das ist das Todessignal, du. Geht doch. Ich glaube, ich habe das jetzt schon verkackt. Wenn Inge tanzt, dann tanzt das Ding hier. Das hat noch nicht mal Augen, ne? Das hat überhaupt keinen Charakter. Was ist denn los? Das Ding fliegt. Was? Er fliegt, er fliegt. Noch Platz. Hier. Uha, das war knapp. Mein Katapult hat mich zum gerettet. Jetzt beeil dich auf ihn. Komm, das geht doch jetzt. Und BÄM! Okay, das ist doch gut, dass da wieder unten ist. Ich dachte, ich verkack das Ding. Da war ich schon auf der Hälfte war da oben. Ah, was ist das? Dieses Beben hat den Weg verschüttelt. Ich kann mir nicht weiter was tun, wie es. Ich habe keinen Plan. Lapscher, steig zum Tempel hoch und komm hier stand schnell her.
muss ja aber schnell hoch, ja. Gut, das ist doch plausibel hier. Da. Wenige Tanz, nur für dich. Okay, gut, du bist auf dem Katapult, ziele auf dem Siegelstein auf seinen Kopf. Ich sollte auch sein Siegelstein. Der hat mich selber geschossen. Warum sagt mir das keiner? Jetzt haben wir verkackt. Wir haben verkackt, wir haben verschissen, du. Wir haben verschissen. Schissen, Missel. Nee. Okay, wir sehen es nochmal bei dieser Phase. Also ich habe bei dem Verschissen jetzt, ne? Komm. Nein. Ich will das nicht sehen. Nein. Fick dich. Ach, leck mich doch. Ist kaputt, das ist das Ende. Okay, wir sehen uns mal bei der Phase. Steck ihn rein, nein, lass es sein. Doch. Und jetzt fängt er an zu fliegen mit mir. Ich hatte einfach so ein Horn, so ein Stein versteckt. Jetzt fliegt der Typ, jetzt fliegt der. Nein, das darf nicht sein. Mit längerer Arme als Beine, das ist abartig. Er will zurück zum Tempel. Los, hol dir den Kerl von hohem Himmel. Also, ich oder was? In den Arsch! Ja, mein Anus! Gut, jetzt müssen wir ganz nach unten. Das war knapp. Ein schönes Katapult. Ja, komm, bald ich. Okay, mit seinem Kopf. Wo ist dein Kopf? Da ist ein Schwanz. Da. Komm. Ja. Und. Ich muss mich sein voll auf seinen Kopf katapultieren, so geht halt nicht. Jetzt fliegt er nochmal. Das ist aber eher so ein einfacher Kampf. Der beamt einfach so ein Ding auf seinen Kopf und dann. Arg! Das ist bumm. Die haben weggeschüttet. Ihr Weg ist so. Oh. Okay. Komm nach oben. Ja, ich komm nach oben. Ich bin schneller als du, du Eichelnuss. Du Stück Eichel. Da. Ich muss mich direkt noch so auf diese Schiene katapultieren. Geht doch. Ich hab's auch immer gebracht, dass ich mal eine Runde gelaufen bin. Eine ganze Runde. Da ist die Omi. Hey Lapscher, ich habe alle meine Bomben aufgebraucht. Jetzt bleibt nur ein Lapscher. Du musst direkt auf seinen Kopf schleudern. Beeil dich, das ist der einzige Weg. Gut, du bist auf dem Katapultziel, auf den Siegelstein auf seinem Kopf. Ja, bei diesen Aktionen, wo man agieren muss, habe ich leider keine Sprache mehr. Ja, wo bin ich? Piep. Los, Lapscher. Lenke den Himmelschrei auf den Siegelstein. Schnell. Ah, ich bin ja schon unten. Ohne eine Aktion einfach runterfliegen, ey, bar. Ich hol mir einen runter. Zack. Das ist wohl das Zeichen des Triforce, obwohl das eigentlich sehr debil aussieht. Was hat's mit den Zeichen auf sich? Die wir mal reinschneiden.
Bulabsche, das war wirklich knapp, da haben wir nochmal Glück gehabt. Ich gehe gleich zum Tempel, bleib dich und komm nach. Gut, dann würde ich mal sagen, hier beenden wir den Part, den nächsten Part, mit dem Kampf des Todbringers. Und hier sind Wandmalereien. Das bin ich, das bin ich. Ja gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Oh, my name is... my name is... Yeah, my name is... Slim Anus. Boom. Chicka boom boom. Slimmy. Chicka ow. Oh. Kann man abspeichern. Gut, und willkommen zu einem neuen Part von Alter Mann im Arsch. Ich habe kurz aus dem Spiegel geguckt, sorry. Ja, aus dem Fenster. Habt ihr gewusst, dass ein Fenster, ein Spiegel nichts anderes ist als mit als Fenster mit einem sehr dunklen Hintergrund? Ja. Und das Ausdauerding sieht aus wie eine Limette. Ha. Wenn Inge tanzt. Du hast dieses Ungeheuer ein drittes Mal gebannt. Juhu. Labshabado, ihr beide habt Großes geleistet, aber die Abstände, in denen dieses Ungeheuer das Siegel bricht, werden immer kürzer. Wir haben kaum noch Zeit. Hast du einen Hinweis auf den Verbleib für Triforce gefunden? Also. Du suchst also die drei Drachen, und wenn du das Heldenlied von ihnen gelernt hast, weißt du es dir, weiß es dir den Weg zum Triforce. Von hier ist Osterwald von Firona am nächsten. Es kann nicht schaden, dort nachzusehen. Es gibt allerdings ein Problem. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Irgendwie wurde der Wald von Firone überflutet. Ich musste zu unserer Sicherheit das Tor zum Wald verschließen, um uns zu verhindern, dass das Wasser auch diesen Tempel überflutet. Du kannst das Tor also nicht öffnen, denn sonst steigt auch hier das Wasser. Jetzt stellt sich die Frage, wie du in den Wald von Firone gelangst. Bah, du kannst mich dahin katapultieren, ne? Aha, das könnt ihr mir überlassen. Bei dem Kampf vorhin ist mir meine mächtige neue Anwendung für ein mächtiges Katapult eingefallen. Wir schließen dich einfach mit voller Kraft direkt in den Wald. Genau so habe ich es gedacht. Ich bereite alles vor. Komm schnell nach, Labscha. Ach, es ist im Grunde ein guter Junge, aber er stellt meine Geduld ganz schön auf die Probe. Also dann, Labscha, gib auf die Acht. Auf dich Acht. Könnt natürlich auch nochmal reingehen, ne? Nee. Ich habe keine Zeit. Boah, Alter, muss der stark sein. So mit einer Hand, so mit beiden Händen kurz. Ein blauer Vogel, blauer Vogel. Nein, der andere. Kommt rein. Yeah! Du hast eine blaue Vogelfeder erhalten. Die kostbare Feder kann man nur extrem selten fangen. Juhu! Und wieder zwei. Ich habe mehr normale Federn als Vogelfedern. Ist das zu fassen? Oh, Herzen, Herzen, Herzen. Ich schwöre, ich habe gar keine Tränke mehr, ne? Vier Flaschen, aber alle leer. Das ist schade. Du willst in den Wald von Firona? Ich kann dich mit einem mächtigen Katapult direkt hinschießen. Bitte! Na, dann lass mich mal machen. Ab in den Wald! Auf geht's! Bäm. Oh, das ist... Das ist aber mal überflutet, sage ich euch. Wald von Firone.